Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal wieder Farming Simulator 22 und wir werden heute, also ich werde heute den Geldglitch zeigen. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Also ihr müsst als erstes bei Karriere gehen, dann auf freier Speicherplatz, halt eine neue Map erstellen, am Mittel nehmen, dann irgendeine Map, was ihr haben wollt. Und ja, ich habe jetzt hier die DLCs drin, braucht man nicht. So, und jetzt lasst in die Map rein. Und dann kommt der nächste Schritt. So, ihr seht, wir haben 1,5 Millionen. Das ist aber noch gar nichts. Und zwar, ihr müsst in die Optionen das Spiel einfach ganz normal speichern und wartet, bis es dann fertig gespeichert hat und verlässt dann das Spiel. Und dann geht sie in Multiplayer, ein Spiel erstellen. Ich habe das hier schon mal gemacht. Dann sieht man sogar die 7,5 Millionen noch. Okay, das mache ich weg. So, dann halt wieder Mittel. Egal, irgendeine Map. Aber nee, es muss dieselbe Map sein, weil dann geht's auch nicht. Hier müsst ihr eigentlich nichts machen, also ich drücke einfach bereit. Und das Geld bekommt man im Karrieremodus, so auch wiederum, glaube ich, im mehr Multiplayer, glaube ich. Also ihr seht, hier haben wir 0. Dann geht sie auf Option, erstellt einen neuen Hof, einfach X, dann erstellt so, also so viele wie es geht, bis ihr keinen mehr erstellen könnt. So, bei mir ist es jetzt so schon, wie ihr seht. Sind sogar alle Tiere, was im Game gibt. Ja, aber okay, dann müsst ihr das Spiel wieder speichern. So, und dann das Spiel verlassen. Geht's auf Karriere und ihr seht, 12 Millionen. So, und warte mal, das müsste doch auch hier jetzt stehen. Ja, 12 Millionen. Aber ist das auch ein Multiplayer? Das muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Wenn ich jetzt 12 Millionen habe. Ja, richtiger Geldglitch im Multiplayer. Okay. Null. Ach, okay. Nee, das geht nicht. Also ja, das geht nur für Karriere. Und falls ihr hier die Trophäen hier sammeln möchtet. Ja, es ist eigentlich nicht so schwer, weil das sind meistens Sprüche. Und mit dem Geld könnt ihr das locker vom Hocker schaffen. Ja, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es bringt ein Like da und ein Abo da. Bis dahin. Tschüss.